Klassiker, den ich unbedingt mag, ist Bruno Schirr. Hey Laserfreaks, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. Heute endlich mal wieder mit einem Tag. Getaggt wurde ich von niemand, aber ich habe einen Tag gesehen, den ich unbedingt machen möchte. Nämlich passend zur Jahreszeit den Finally Fall Tag. Also endlich Herbst, die Blätter färben sich rot. Gesehen habe ich diesen Tag bei Badger Reads. Er ist nicht von ihr, aber ich verlinke mal, wo ich das her habe. Ja, und dann können wir auch direkt reinstarten. Ein Buch mit einem sehr lebendigen Setting ist auf jeden Fall für mich Das Leben nach Bu. Ironischerweise ist das ein Buch, das eigentlich damit losgeht, dass der Protagonist stirbt und er aus einer Art Himmel, der aber nicht unserer gängigen Vorstellung vom Himmelsreich entspricht, erzählt. Er wurde umgebracht bei einem Amoklauf an seiner Schule und letzten Endes gibt es in diesem Buch auch so eine Art Aufklärung, was da passiert ist. Hört sich jetzt super krass an, aber ist ein sehr unterhaltsames Buch. Ich habe dieses Exemplar hier als Leseexemplar bekommen auf Arbeit. Da gab es eine große Presseaktion damals von Schöffling. Die haben das in verschiedenen Ausgaben mit verschiedenen Covern rausgebracht. Ich habe das damals sehr gerne gelesen. Ein schönes Buch für zwischendurch, wo man sich mal so ein bisschen reinfallen lassen kann. Ja, vielleicht ist es auch schon aufgefallen, dass ich ein relativ großes Interesse an polnischer Literatur und polnischen Autoren habe. Deswegen musste ich hier beim Thema heftige Lektüre an Czesław Miłosz denken. Großer polnisch-litauischer Dichter, Nationaldichter, begnadeter Poet. Auf jeden Fall ist west- und östliches Gelände sind seine Lebenserinnerungen und er berichtet da über den polnisch-litauischen Krieg, über den Zweiten Weltkrieg, über den Einmarsch der Deutschen, der Sowjets und später seine Emigration in die USA. Das ist zum Teil harter Tobak, dieses Buch, aber auf sprachlich sehr hohem Niveau. Ein Buch, von dem ich wirklich etwas gelernt habe, ist Trainieren wie im Knast von dem Coach Paul Wade. Gibt es noch zwei andere Bücher in dieser Reihe. Im Prinzip trainiere ich aber die meiste Zeit nach den Prinzipien in diesem Buch. Das basiert auf 6 Grundübungen. Das ist Eigengewichtstraining. Man weiß über diesen Coach nix, es gibt keine Fotos von ihm im Internet und er hat lange, lange wegen Drogen und Drogenhandel, glaube ich, im Knast gesessen und hat sich da, wie so viele, halt hochtrainiert und wurde da auch gut ausgebildet und gibt dieses Wissen in diesen Büchern weiter. Ich habe keine Ahnung, ob das so stimmt oder ob das nur ein Verlagsgag ist. Ist auch vollkommen egal, die Übungen hier drin auf die Zähl ist. Ich habe meinen Training umgestellt vor 2 Jahren oder so, glaube ich, und trainiere im Großen und Ganzen nach diesen Prinzipien und das heißt, ich trainiere viel weniger und es bringt mir viel mehr. Ja, die Frage war echt eine harte Nuss. Nach langem Hin und Her habe ich mir überlegt, wenn ich schon einem Freundeskreis oder einer Schicksalsgemeinschaft angehören muss, dann doch bitte Chick und Mike. Total witziges Buch. Ich liebe sowieso Roadmovies. Und das ist wirklich so ein Buch, wo man die Jugend und die Spinnereien, die man im Kopf hat, so wirklich nochmal auf der Zunge schmeckt und so ein Film dann auch vom inneren Auge losgeht. Ganz tolles Buch.
Und hier wäre ich gern dabei. Bitte schön. Es ist kein Geheimnis, dass ich auf knallige Farben stehe. Dicke Bücher haben es natürlich dann ein bisschen leichter, weil man einfach mehr drauf kriegt. Ich habe hier nur auch Bücher ausgewählt, die mir auch gefallen. Einmal hier im Schnelldurchlauf Ich komme, habe ich hier auch schon besprochen, sehr lobend besprochen, genauso wie Bernhard Kegel. Hat zwar ein bisschen gelitten, wie man hier sieht, aber Ausgestorben, um zu bleiben, hatte ich mit bei der 5-Sterne-Vorhersage prognostiziert und hat das auch erfüllt. Ein tolles Cover, denn sie sterben jung. Buch hat nicht ganz das gehalten, was ich mir erhofft habe, aber von der Gestaltung her ist es auf jeden Fall erste Sahne. Walter Mörs sowieso. Das einzige Buch hier von Mörs, das ich noch nicht gelesen habe, Der Schrecksenmeister. Dann leider immer noch ungelesen, aber von der Gestaltung, vom Buchrücken und natürlich vom Schnitt her einfach toll. Und nachdem, was ich gehört habe, soll das auch ein sehr gutes Buch sein. Dann leider noch ungelesen. Nicht nur wegen des Farbschnitts so toll, sondern wie ich finde auch ansonsten ein toller Umschlag. Ich muss es immer noch lesen. Es schreckt mich nach wie vor ein bisschen ab, dass es einfach so ein dickes Buch ist. 64. Und besonders schön mag ich das. Hier die Eule drauf zu sehen ist. Ich mag so kleine verspielte Dinge. Margaret Atwoods Essays habe ich zum Großteil auch gerne gelesen. Ein paar waren ein bisschen langweiliger, also weil die auch aus verschiedenen Epochen sind und es ist nicht alles gleich gut hier drin, aber war auch eine schöne Lektüre. Ein Buch, in dem ein ganz ungewöhnlicher Protagonist erzählt, ist Ian McEwans Nussschale. Hier erzählt nämlich ein noch ungeborenes Kind von einem Mordkomplott an seinem Vater. Und das ist super genial geschrieben. Einfach ein gutes Buch, vielleicht auch schon mal für Weihnachten kann man sich das als mögliches Geschenk vormerken. Sehr witzig, gut geschrieben und vor allem nicht zu lang. Eine Lektüre, die absolut creepy ist Thanatos von Helmut Krause. Es war für mich das erste Buch, das ich von Krause gelesen habe und sollte den Auftakt zu vielen, vielen weiteren Krause-Lektüren bilden. Es gibt von ihm auf jeden Fall wahnsinnig spannende Tagebücher, gute Romane, so ein Puccini-Roman ist auch wirklich brillant. Was jetzt Thanatos im Speziellen angeht, ist es so, dass hier ein Literaturwissenschaftler abtaucht und wir Zeuge werden, wie er eigentlich komplett abdreht. Also er verliert im Verlauf des Buches immer mehr seinen Verstand und durchzogen ist das nicht nur mit diversen Wahnvorstellungen, sondern auch mit so einem sehr hintergründigen Spiel mit der deutschen Romantik, also vielen Anspielungen, die man dann auch so ein bisschen erkennen muss. Absolut herzerwärmend, auch vor kurzem erst von mir vorgestellt, aber wenn ich herzerwärmend höre, dann ist es für mich Italo Calvino, Der Baron auf den Bäumen. Muss ich jetzt hier vielleicht gar nicht so viel zu sagen, weil ich es erst vorgestellt habe, aber das ist ein Buch, das wirklich sehr zu Herzen geht. Die Geschichte eines Barons, der als 12-Jähriger auf Bäume steigt und sein ganzes Leben in Italien auf den Bäumen verbringen wird. Eine Lektüre wie ein Sommertraum.
Ein Klassiker, den ich unbedingt bald wieder lesen möchte, ist Bruno Schulz, Die Zimtläden. Das sind Erzählungen, die zusammengehören, und es geht um Galizien. Das ist auch Lektüre, die so ein bisschen surreal anmutet und in Teilen auch so einer gewissen Traumlogik folgt. Ein absolut faszinierendes Buch, von dem ich nur noch so ganz vage Erinnerungen leider habe. Deswegen will ich es unbedingt bald wieder lesen. Habe ich vielleicht nicht so viele. Ich will die Füße hochlegen und mich eventuell einmummeln. Mehr brauche ich nicht zum Lesen. Wichtiger ist für mich, mehr Notizen zu machen oder kleine Zettelchen ranzukleben, um die Lektüre zu organisieren. Ich hoffe, euch hat dieser Finally Fall Tag gefallen. An dieser Stelle tagge ich Literaturlärm, Fast Hunt, Ilke von Buchgeschichten und Isa von Zfong. Die habe ich schon auf mehreren Buchmessen gesehen, aber habe mich nie getraut, sie anzusprechen. Ja, manchmal bin auch ich schüchtern, ob man es glaubt oder nicht. Vielleicht beim nächsten Mal, wer weiß, in Leipzig oder sonst wo. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr diese Tags macht. Egal, ob ich euch jetzt getaggt habe oder nicht. Fühlt euch frei. Ich werde es mir angucken. Ciao.